Modellbahn. Ja, heute Premiere. Heute seht ihr mich auch mal nicht nur immer durchs Bild huschen. Da konntet ihr euch jetzt dran gewöhnen. Heute seht ihr mich mal direkt vor der Kamera. Und vor allem dürft ihr euch jetzt auch heute mal meinen super tollen schwäbischen Dialekt hören. Warum das Ganze? Ja, warum? Ich habe demnächst, eigentlich muss ich ja offen ehrlich zugeben, aus einer blöden Laune bei Jürgens Eisenbahnkanal ein Gewinnspiel mitgemacht. Ja? Ich habe seit meiner Kindheit nichts mehr gewonnen, ich habe es immer wieder probiert und da ist es schon eher so, teilnehmen, ja, du gewinnst ja so oder so nichts. Ja? In guter alter Iron Maiden Manier habe ich dann einfach, bin ich einfach hergegangen und habe gesagt, 666 wird schon passen. Ja, Pfeifendeckel. Das ist, der gewinnt auch noch. Ja, jetzt habe ich den ersten Preis bei Jürgen gewonnen. Habe mich natürlich richtig, richtig riesig gefreut darüber. Und das Päckchen ist jetzt endlich angekommen. Eigentlich hatte ich es ursprünglich vor, direkt bei Jürgen abzuholen, weil so weit wohnt er jetzt auch nicht von mir weg, sind nur knapp anderthalb Stunden, ein bis anderthalb Stunden Fahrt. Aber leider sind jetzt hier familiäre Gründe dazwischen gekommen, weil das jetzt einfach nicht funktioniert hat. Nichtsdestotrotz möchte ich mich natürlich mit diesem Video beim Jürgen nochmal ganz, ganz, ganz super toll bedanken. Hat mich richtig riesig gefreut. Und auch natürlich beim Dr. Retro, dem hatte ich auch schon mal kurz geschrieben. Zwei ganz nette Jungs. Ich werde euch den Kanal auf jeden Fall nachher unten verlinken in der Beschreibung. Und ja, was soll ich jetzt dazu sagen? Das Paket ist angekommen. Wir werden es dann nachher jetzt live auspacken. Ich habe es noch gar nicht geöffnet. Ich werde es euch dann zeigen. Leider kann ich die Lok im Moment noch nicht ausprobieren. Ihr wisst ja selber, im Moment steht bei mir noch der Holzbau an. Für diese spezielle Lok habe ich aber schon auch was ganz Besonderes. Das wird noch ein bisschen dauern, aber ich möchte eine Weihnachtsbahn bauen. Ja? Also die Spur klassischerweise um eine Weihnachtsbahn gebaut wird mit winterlicher Modellbahnlandschaft und so weiter. Das kommt natürlich jetzt erst ein bisschen später, aber das soll eben die Lok dazu werden, weil die den passenden Sound dazu hat und dementsprechend auch ein Rauchgenerator, wenn ich den Jürgen jetzt richtig verstanden habe. Wenn nicht, machen wir noch einen rein. Aber das wird die Grundlage für meine Weihnachtsbahn. Gut, lange Rede, kurzer Sinn. Ich hoffe, ihr seid jetzt nicht alle vom Stuhl gefallen, nachdem ihr mich das erste Mal brabbeln hört. Und ich schalte jetzt kurz die Kamera um und dann machen wir gemeinsam das Paket auf. Ich wünsche euch was, bis dann. Tschüss! Ja, kommen wir. Hier ist das Paket der Begierde. Schön verpackt. Wollen wir jetzt mal gucken. Das dann so mal aufmachen. Und schon, euer. Dem Material. Das ist doch mal eine Schönheit, oder? Die, die mich schon ein bisschen so kennen, die wissen ja sowieso, ich stehe auf Handflops. Oh, schade, dass ich die jetzt nicht ausprobieren kann. Das würde mich jetzt natürlich echt reizen, aber im Moment hier einfach leider nicht machbar. Aber trotzdem, super klasse. So, dann schalte ich nochmal schnell um. Wir sehen uns gleich nochmal.
Modell Warnow. Wie ihr seht, Lok ist angekommen, ausgepackt. Ich bin noch total begeistert davon. Die ist richtig, richtig schön und es wird richtig klasse, wenn wieder mal ihre Runden dreht. Vielen Dank nochmal an Jürgen für diese tolle Lok, für dieses tolle Gewinnspiel und auch vor allem mal danke für deine tollen Videos, die du machst. Ich finde, das ist so klasse, so authentisch. Kommst nicht gekünstelt drüber oder so, du bist einfach authentisch. So richtig Schwab halt einfach, wie man ja auch sagt. Und ich finde das einfach klasse und ich gucke dir immer so gerne zu. Ich freue mich jede Woche auf das neue Video, wenn es rauskommt. Oder halt dementsprechend, wann sie rauskommt. Und der Besuch wird auf jeden Fall nachgeholt. Also das ist versprochen, sobald es bei mir für mein Lehrer möglich ist, ich denke mal vielleicht so gegen Ende Sommerferien irgendwo, dass ich dann mal zu euch runtergeschneit komme. So weit ist es jetzt ja nicht weg. Mir dann eure Anlagen mal angucken, da freue ich mich schon riesig drauf. Ich gucke dann auch, dass ich einen Labercase organisiere, dass ihr einen mitbringt. Ja. Nochmal vielen, vielen Dank. Bleibt so, wie ihr seid. Mach deinen Kanal so authentisch weiter, wie du bist. Ich finde es richtig, richtig gut. Es kommt nicht gekünstelt drüber, wie bei vielen anderen oder so. Es ist einfach nur Schwäbisch Natur pur, ne? Sage ich mal so. Also vielen lieben Dank nochmal und dann bis irgendwann demnächst. Tschüss!